Vielen Dank, Andreas. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Thema Trittschallschutz bei Balkonen. Und eine gute Nachricht vorweg: Wir stellen Ihnen für jeden ISO-Korbtyp die Trittschallkennwerte zur Verfügung. Jetzt erst einmal der Reihe nach. Mit der DIN 4109 von 2018 wurden zum ersten Mal Normtrittschallanforderungen an Balkone in Mehrfamilienhäusern gestellt. Der Normtrittschallpegel darf die 58 Dezibel nicht überschreiten. Sie kennen das bereits von Treppen, wozu auch Laubengänge gehören. Dort darf ein Pegel von 53 Dezibel nicht überschritten werden. Und bei Decken sind es gar nur 50 Dezibel. Die DIN 4109 ist mittlerweile in den Verwaltungsvorschrift technischer Baubestimmungen in den einzelnen Ländern aufgegangen, so diese Anforderungen rechtlich bindend sind. Das heißt, der Normtrittschallpegel von 58 Dezibel muss für Balkone in Mehrfamilienhäusern eingehalten werden. Doch wie führen Sie nun den Nachweis? Dazu werfen wir auch einen Blick auf das Übertragungsprinzip von Trittschallschutz vom Balkon in das Gebäude. Der Balkon ist angeschlossen mit einem Wärmedämmelement, der Balkon wird mit Trittschall angeregt und der Schall überträgt sich in den Raum darunter. Stellen Sie sich vor oben feiern Ihre Nachbarn. Da möchten Sie unten nicht gestört sein. Wenn Ihre Freunde und Familien auf dem Balkon feiern und Sie im eigenen Wohnbereich in Ruhe telefonieren möchten, mag Sie das vielleicht auch stören. Aber hier gelten keine Anforderungen im Sinne des Gesundheitsschutzes nach DIN 4109 und daher müssen hier auch keine Anforderungen eingehalten werden. Ein bisschen anders ist es, wenn draußen ein Laubengang ist. Und ein schutzbedürftiger Raum angrenzt, dann müssen auch hier Anforderungen eingehalten werden, und zwar ein Normtrittschallpegel von 53 Dezibel. Doch welche Schalldämmung bringt denn nun ein Isokorb? Wir als Marktführer sehen uns in der Pflicht, ihnen verlässliche Werte zu geben, damit sie sicher planen können. Dafür haben wir eine große Prüfreihe gemacht. Was wir hier sehen ist ein Prüfaufbau davon. Von der Balkon, angeschlossen mit einem Wärmedämmelement, an die Decke. Vorne auf dem Balkon, der große silberne Kasten, ist ein enorm Trittschallhammerwerk. Wir nennen ihn auch gerne mal Trampler. Der Trampler regt vorne den Balkon mit Schall an. Und die kleinen silbernen Zylinder, die Sie sowohl auf Balkon als auch auf Decke sehen, messen den Schall auf beiden Seiten. Und diese Messergebnisse bilden in der Differenz die Trittschallpegel-Differenz. Und das Ganze, damit Sie einen Eindruck bekommen, hört sich so an. Jetzt sollte oh, ja. und damit ist äh, wurden die ganzen Prüfungen durchgeführt. Wichtig ist es nun dass die Messung auch auf die Baustelle übertragbar ist und dafür wurde ein großes Forschungsvorhaben durchgeführt und die Hochschule für Stuttgart hat dieses Forschungsvorhaben geleitet und wir konnten mit Professor Dr. Zeidler von der Hochschule sprechen und ihn nach seiner Motivation fragen. Ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und mag Sachen lösen, vor allem wenn es um Schallschutzprobleme geht. Ich will außerdem, dass alle Menschen einen angemessenen Schallschutz erfahren können, egal ob ihre Nachbarn zum Beispiel auf einer Decke laufen oder auf einem Balkon oder im Laubengang. Und das kann man schaffen, wenn man drei Sachen erfüllt. Einmal Anforderungen muss man schaffen, dann muss man Prognoseverfahren entwickeln und drittens muss man Prüfverfahren entwickeln, dass man die einzelnen Elemente charakterisieren kann. Und das war bei den Decken mit Auflagen der Fall, diese drei Punkte waren erfüllt, aber bei Laubengängen und bei Balkonen war das nicht der Fall. Und darum wollte ich diese Lücke füllen, dass wir endlich einen hohen Schallschutz für alle gewährleisten können. Zum Glück hat es geklappt. Wir haben einen Antrag gestellt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das wurde genehmigt. Und können wir mit unserem Industriepartner Schöck jetzt diese Forschung nachgehen. Und wir sind jetzt fast am Ziel. Vielen Dank, Herr Zeitler, für diesen Einblick. Nun haben wir 70.000 ISO-Korbtypen die wir nicht alle prüfen können. Daher haben wir zusammen mit der Hochschule für Technik ein FE-Modell entwickelt, mit dem wir alle Isokorp-Typen berechnen können. Und das Schöne daran ist: Dadurch lässt sich der Schall visualisieren. Was wir hier sehen, ist eine Schwingung eines Balkons bei etwa 1.050 Hertz. Der Isokorb übernimmt die Schalldämmende Wirkung, und auf der Decke kommt fast keine Schwingung an. Wenn Sie jetzt ein bisschen Angst haben, hier auf den Balkon zu gehen, weil er so stark schwingt, seien Sie beruhigt. Die Amplitude ist hier natürlich extrem dargestellt, damit man sie gut sehen kann. Und bei 1050 Hertz spüren Sie den Schall nicht, Sie können ihn maximal hören. In diesem FE-Modell werden nun für jede relevante Frequenz die, äh, die Rechenwerte bestimmt. Aus denen wird ein Mittelwert gebildet, die Trittschallpegeldifferenz. Jetzt haben wir den Wert für den Isokorb. Uns fehlt nur noch der Nachweis. Und hierzu werfen wir nochmal einen Blick auf die Grafik vom Anfang. Der Nachweis kann in Anlehnung an die DIN EN 12354 Teil 2 geführt werden, der DIN-Norm für die Bestimmung der Trittschallübertragung in Gebäuden, die etwas detailliert geführt werden kann. Und neben der Dicke des Balkons und der Dicke der Decke ist es auch entscheidend, welche Bauteile angrenzend sind? Sind es raumhohe Fenster? Sind es massive Wände? Sind Türen drin? Oder ist es gar eine Kombination aus all dem? Das lässt sich mit der DIN 12354 Teil 2 nachbilden und wir geben Ihnen auch eine Empfehlung dafür. Jetzt sind wir einmal durchgegangen von Anforderungen über Isokorb, Typ, äh, die Trittschalldämmung hin Zum Nachweisverfahren für zusammenfassend für Sie nochmal das Wichtigste für Ihre sichere Planung beim Trittschallschutz von Stahlbetonbalkonen in Mehrfamilienhäusern. Die Mindestanforderungen von 58 Dezibel sind für Balkone in Mehrfamilienhäusern einzuhalten. Es gibt mittlerweile ein standardisiertes Prüfverfahren. Wir gehen davon aus, dass im Laufe dieses Jahres dieses Prüfverfahren Einzug in die technischen Grundlagen der europäischen Zulassung erhält, sodass Sie im Laufe dieses Jahres noch unsere geprüften Werte in der Zulassung finden werden. Zudem wird dieses Verfahren, davon gehen wir aktuell auch aus, noch im Laufe dieses Jahres in die DIN 4108 integriert werden. Schon bis zum April stellen wir Ihnen für alle 70.000 ISOCORP-Typen die Trittschall-Kennwerte zur Verfügung. Und eines sei auch gleich gesagt, alleine mit dem ISOCORP werden Sie die Mindestanforderung nicht immer einhalten können. Sie werden hin und wieder einen Trittschalldämmenden Aufbau auf dem Balkon benötigen. Und für die Kombination Trittschallaufbau plus ISOCOP werden wir Ihnen auch bis zum April die notwendigen Werte zur Verfügung stellen. Und auch für das Nachweisverfahren nach DIN EN 12354 Teil 2 werden Sie von uns eine Empfehlung erhalten, wie der Nachweis zu führen ist. Das heißt, im April startet man den Nachweis mit dem Stand der Forschung. Und das ist durchaus üblich. Bei der Traunzole und dem Trittschallschutz von Treppen starteten wir mit einem standardisierten Prüfverfahren, welches mittlerweile in die DIN 7396 übergegangen ist. Und wir hatten eine Empfehlung für das Nachweisverfahren in Anlehnung an DIN EN 12354 Teil 2, welches mittlerweile in die entsprechende Norm integriert ist. Dieses Verfahren funktioniert natürlich auch für den Nachweis des Trittscheitschutzes von Laubengängen. Hier gilt es allerdings, die 53 Dezibel einzuhalten. Im April werden wir Ihnen dann natürlich auch noch Schulungen, Webinare und Beratungen anbieten, damit Sie mit diesem Thema, Thema auch Sicherheit erlangen und sicher planen können. Sie alle kennen die Situation. Einerseits sollen Sie wirtschaftlich planen, andererseits soll die Ausführung einer guten Qualität entsprechen. Uns ist es wichtig, dass Sie einen Aufbau nur dort planen müssen, wo er akustisch notwendig ist und ihn dort weglassen können, wo Sie ihn akustisch nicht benötigen, damit Sie eine gute Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und gutem Schallschutz haben. Und damit bleibt Ihnen am Schluss auch der Ärger mit Ihrem Bauherrn erspart. Ich danke an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Fragen. Ja, danke schön, Ute. Und auch danke nach Stuttgart, Professor Dr. Zeitler. Äh, vielen Dank. Und äh, Ute, ich bin total froh, dass der Balkon nicht wirklich so schwingt, wenn ich da oben Party mache, wie du es gut, dass es erklärt hast. Ähm, und jetzt, äh, das klappt gut. Äh, danke schön für Ihre Mitarbeit äh, mit den Fragen im Chat. Und äh, meine Teamkollegen haben mir die hier schon aufs iPad geschickt, also ich haben zwei ausgewählt. Wir werden nicht alle beantworten können, wie gesagt. Und äh, ja, die erste ist genau die richtige zu deinem Thema, Ute. Was sind die erhöhten Anforderungen an den Schallschutz bei Balkonen? Ja, gute Frage. Da streiten sich im Moment so, noch so ein bisschen die Gelehrten. Ähm, die Frage hat so ein bisschen in sich. Die DIN 4109 bei Blatt 2, äh, Teil 5 mittlerweile, ähm, gibt eine Anforderung von 53 dB an, äh, von 58 dB an. Das heißt, hier sind die erhöhten Anforderungen. Auf dem ähnlichen niveau auf dem gleichen niveau wie die mindestanforderungen die experten gehen aber auch ein bisschen davon aus in der akustik dass 5 db mindestens einzuhalten sind um einen erkennbaren unterschied ähm, zu hören deswegen können das auch bei 53 dezibel liegen letzten endes ähm, hier empfehlen wir auf jeden fall den schallschutz mit ihren kunden zu diskutieren in die erwartungen klären mit ihnen und am Schluss das Ganze im Vertrag auch zu fixieren. Das ist das, was ich im Moment soweit angeben kann. Okay, danke schön. Wenn Sie die Frage gestellt haben und die vielleicht, also ich fand es jetzt sehr, sehr, sehr umfassend erklärt, wenn Sie sagen, Mensch, da habe ich die und die Rückfrage noch, schreiben Sie entweder in den Chat, äh, sprechen Sie nachher mit Ihrem Produktingenieur, äh, die draußen im Außendienst unterwegs sind, mit unserer Anwendungstechnik, äh, schreiben uns eine E-Mail, wie, wie auch immer, nehmen Sie Kontakt auf, wir werden alle Fragen beantworten natürlich. So, die nächste Ute, äh, du bist vorbereitet. Wie unterscheiden sich die neuen Werte von den bisherigen? Und kann ich mit den alten nach wie vor rechnen? Also die neuen Werte sind breiter geprüft, die sind sicherer, die sind sicher reproduzierbar auf der Baustelle. Wir haben im Moment eine Tendenz dazu, dass die neuen Werte tendenziell sogar noch ein bisschen besser sind als die alten. Das heißt, mit den alten kann vorerst noch mal gerechnet werden. Sie sind aber natürlich schon unsicherer als dann im April die neuen. Sie machen nichts grundlegend falsch. Allerdings wirklich im April mit den neuen Staaten, da haben sie die höhere Sicherheit, da können sie wirtschaftlicher planen.